Mein liebes Tagebuch, wir haben den 31. März. Es ist der, wenn ich mich verrechnet habe, der 16. Tag der Schulauszeit, also des virtuellen Unterrichts. Und heute möchte ich ein bisschen was über meine Schüler erzählen. Im YouTube-Kanal steht ja nur BK2 und der eine oder andere weiß vielleicht gar nicht, was BK2 ist. Also das nennt sich Berufskolleg, genauer gesagt das technische Berufskolleg. Und meine Schüler, mit denen ich zusammenarbeite, die haben das Profil Kommunikation und Gestaltung. Das heißt also, da sind dann ein paar kreative Köpfe drin und meine Schüler sind so zwischen 17 und 20 Jahren so im Durchschnitt alt und machen dann bei uns an der Schule die Fachhochschulreife. Das bedeutet also, mit dem, was sie dann da machen, können sie dann entweder studieren gehen, zum Beispiel Kommunikationsdesign, oder sie machen eine Lehre als Mediengestalter oder als Bankkaufmann oder als Schreiner. Also es ist total unterschiedlich, was man eigentlich damit machen kann. Warum ich heute was über meine Schüler erzählen möchte, ist folgender. Meine Schüler tun sich gerade ziemlich schwer mit meinem Arbeitsauftrag, den ich ja schon mal erläutert habe, was er beinhaltet. Und halt auch mit der Tatsache des Kontaktverbots. Ne? 1,50 Meter, ja okay, sie bleiben dann halt zu Hause sitzen. Und jetzt habe ich schon einige Videos oder Texte halt gelesen von meinen Schülern. Und die tun sich verdammt schwer damit. Denen fällt die Decke auf den Kopf. Und da gibt es halt leider Schüler, die, ja, man kann schon sagen, depressiv dabei werden. Die fühlen sich so eingesperrt. Ja, wie so junge Tiere, die man nicht einsperren kann, ne, weil sie eigentlich raus wollen und weil sie was unternehmen wollen. Ne. Und das macht ihnen echt zu schaffen. Und da habe ich einige, denen es wirklich zu schaffen macht und sich die dann fragen, oh Gott, wie soll ich das aushalten? Wir haben erst eine Woche, wir haben erst zwei Wochen. Naja, insgesamt haben wir 5 Wochen, wo dieser Zustand ja sein wird, mal mindestens, vielleicht länger. Das heißt, das wird ja wirklich schwer. Dann sitzen sie manchmal, manche sitzen halt in einer Wohnung. Wenn sie Glück haben, haben sie noch einen Balkon, dann haben sie noch ein kleines bisschen, wo sie rausgehen können. Ja, so recht rausgehen in die Natur wollen sie dann vielleicht auch nicht. Ein paar machen zwar ganz wunderschöne Wanderungen. Ich habe ja einige Schüler, die im Odenwald zu Hause sind. Und wenn ich dann so die Videos sehe, so, boah, sieht das schön aus, ne? Das habe ich jetzt hier nicht so, ne? Wir haben halt nur Wald hier. Und ich bin gerade im Wald, weil ich wieder Sport gemacht habe. Ja, und dann machen sich halt auch Schüler so ihre Zukunft Gedanken. Ne? Wie klappt es mit dem Abschluss? Schaffe ich den Abschluss überhaupt noch, wenn jetzt so viel Unterricht ausgefallen ist oder nur rein virtuell? Dann gibt es Schüler, die ihre Lehrer vermissen, weil sie halt einfach den Face-to-Face-Kontakt viel mehr mögen als jetzt den virtuellen Unterricht über eine Videokamera. Ne? Das ist halt nicht so persönlich. Und dann passiert es halt manchmal oder sehr oft dann so im virtuellen Unterricht, dann bin ich der Einzige, der quatscht, die anderen so, ne, kommen sich nicht so recht aus dem Quark, trauen sich nicht. Und wenn man dann mit einer kleineren Gruppe mit denen Videochat macht, dann funktioniert es dann mehr. Ne? Da ist dann schon eher, dass sie dann sagen so, ja, nee, das macht mich dann doch depressiv und ich bin jetzt so gerade blockiert und ich habe Angst und was passiert mit meiner Lehrstelle, die ich eigentlich machen wollte und wie ist es mit dem Studium und die ganzen Abgabetermine, die konnten jetzt alle nicht gemacht werden, weil es jetzt wegen Corona alles dicht ist und so. Ne? Also die machen sich verdammt viel Gedanken und Sorgen eigentlich. Ja, normalerweise meint man ja immer, Jugendliche machen sich keine Sorgen. Denen ist alles egal, die leben so in den Tag hinein. Meine sind ja irgendwie ganz anders. Meine Schüler. Ne? Berufskolleg 2, das heißt also das zweite Jahr, kurz vorm Abschluss, jetzt im Sommer, eigentlich Fachhochschulreife Prüfung und dann geht es raus in die freie Welt. Und ja, und die Schüler sitzen dann da und denken so, oh Gott, passt das alles, was ich mache? Und ja, sind wirklich fertig. Wie sollen die noch 3 Wochen aushalten? Meine lieben Schüler, ich drücke euch die Daumen, ich denke an euch und ich bin mir sicher, ihr werdet es schaffen. Und wenn ihr ein Problem habt und wenn ihr jemanden braucht zum Sprechen, ruft mich an. Ihr habt meine Nummer, wir können zusammen chatten, wir können Videokonferenz machen, auch ganz gerne alleine. Und ich bin für euch da, ruft mich an, wir können drüber reden
Und dann schauen wir mal, ob wir das gemeinsam in den Griff bekommen und dass wir vor allen Dingen gemeinsam hier durchkommen durch die ganze Sache. Ich gehe jetzt noch ein kleines bisschen weiter Sport machen. Es ist schon spät, die Sonne geht bald unter und da will ich natürlich extra dann vorher nochmal zu Hause sein. Ne? Stay healthy, wir sehen uns bei